Hallo liebe YouTuber, Weihnachten rückt näher und ich habe gerade in meiner Werkstatt was ganz Tolles gemacht. Tada! Ein wunderschön dekoriertes Glas mit Zweig, Moos. Ist eigentlich sehr schlicht und lässt sich nach Weihnachten auch ohne diese Weihnachtsdeko ganz toll dekorieren. Und wie ich das genau gemacht habe und vor allem wie ich das Batterienkästchen versteckt habe, das zeige ich jetzt ganz genau. Und zwar, ich habe so wunderschöne, dicke Gläser. Die sind echt der Hammer. Die sind, naja, fast schon Zeigefinger dick. Wiegen auch entsprechend 3 Kilo mindestens. Und die werden eben nicht so schnell umgeblasen. Dieses Glas habe ich dann am Boden schön mit ein bisschen Moos gefüllt. Ein schönes grünes Moos ist toll. Das dann so richtig schön aussieht. Moos trocknet auch ganz toll ein, also das kann man immer nehmen. Dann bin ich wieder auf Jagd gegangen. Was natürlich super schön ist, sind Magnolienzweige. Die haben hier diese tollen Knospen. Und um Zweige schneiden zu können, habe ich mir auch mal wieder was Schönes Neues gegönnt. Ich habe mir eine neue Astschere gegönnt. Die ist echt cool. Und das Coolste daran ist noch, wenn der Zweig ein bisschen höher ist, dann kann ich den auch noch erwischen. Und die ist mit einem Amboss-System. Also das ist die beste Schneidetechnik. Und also den Bestelllink für Amazon, den muss ich dir einfach mal einfügen, weil ich bin total begeistert und sie schneidet Bombe. Das heißt, da kann man die schönsten Zweige schneiden, was ich jetzt für das Video schon mal ein bisschen vorbereitet habe, damit es nicht langweilig wird. Ich habe einen kleineren Zweig genommen und einen größeren, dass es in der Vase unten auch der kleinere Zweig ist. So, stell einfach den kleineren Zweig rein und dann den größeren. Und besonders schön ist, wenn auch ein bisschen, noch so ein bisschen Moos oder Flechte auf den Zweigen ist. Das ist, gibt so ganz tolle natürliche Schattierungen. Und diese hohen Gläser, also ich nehme die auch super gern, um 2 hohe Blüten einfach zu dekorieren. Aber so, und dann gucke ich jetzt erstmal. Ne, die Lichterkette kommt nachher. Jetzt kommt erstmal ein bisschen Deko unten rein. Muss ich mir auch mal selber beim Arbeiten überlegen. Also ist eigentlich relativ einfach. Man wirft die Sachen rein und so ein bisschen wie in der Natur fallen die auf den Boden. Ich habe hier auch eine schöne große Kugel. Die würde ich mal so ein bisschen vorsichtiger. Genau, die will gar nicht mehr darunter. Moment. So, gar nicht ganz so einfach immer. Aber soll ja auch nicht so einfach sein. Wenn du das alles nachmachst, dann hast du ja auch so das Thema, dass das alles erstmal irgendwie... Ich würde auch eine Kugel ruhig hier liegen lassen, dass die in so einer Astgabel ist und die andere wieder an den Boden runtergeht. Ja, und dann kommt natürlich jetzt der absolute Clou. Die Lichterkette, hier habe ich wieder ein bisschen Cotton Pots. Würde ich auch mal reinmachen, dass da so ein kleiner Farbeffekt drin ist. Einfach reinpurzeln lassen und... Ja, dann hat man schon so ein bisschen hübsche Deko. Und jetzt ist natürlich noch die Aufgabe, ich habe hier diese wunderschöne Lichterkette. Die hatte ich auch schon in meinen letzten Videos vorgestellt und ich habe da ganz tolle Sachen damit gemacht. Ich zeige dir nochmal den Link, das ist auch die Lichterkette. Da habe ich die Christrose dekoriert. Der Videolink ist, zeige ich dir hier. Du kannst das nochmal angucken. Die Bäumchen vor die Haustür oder jetzt für Weihnachten ist ein Bäumchen ohne Wurzel. Ist überall halt total schön mit diesen Lichterketten und dieses Kästchen muss aber irgendwie weg. Und da hatten wir eine grandiose Idee im Laden, wie wir dieses Kästchen verbergen können. Und zwar, wir haben diesem Kästchen ein Täschchen genäht. Naja, genäht ist jetzt übertrieben, aber wir haben dem ein kleines Zuhause gebaut. Und damit es jetzt schön zu den Kugeln passt, habe ich den roten Filz genommen. Das ist ein roter Wollfilz. Da schreibe ich dir auch den Bestelllink nochmal in die Beschreibung rein. Und da nehme ich jetzt ungefähr das Doppelte von dem Kästchen, sodass es quasi wie so eine Tasche ist. Unten ist es ja schon zu. Und dann entweder man kann Filz nähen, was ein bisschen aufwendiger ist, man kann ihn kleben. Oder was natürlich ganz cool ist, man kann ihn tackern. Und wir tackern einfach eine Naht. Das kann man mit ganz vielen Sachen machen. Gibt es immer wieder in meinen Videos.
Und es ist immer wieder faszinierend, weil es ist so einfach und so schön und so effektiv. Es ist echt die Idee. Ja, jetzt ist der Tacker leer. Moment, Nachladung kommt. Ich habe ja mehrere, das ist kein Problem. So, da kommt der nächste. Also, ja, ich tacke einfach diese Naht. Und was ich dann mache, ich nehme das Täschchen und drehe das Ganze einfach um. Ein bisschen vorsichtig natürlich. So. Fummel, fummel. Also man könnte auf diese Art und Weise auch einen Adventskalender machen, indem man lauter so kleine Filzsäckchen macht, haben wir uns heute unterhalten. Das wäre natürlich auch sehr cool. So, hier, zack, Lichterkette ist weg. Jetzt brauche ich natürlich nur noch eine Aufhängung und dazu nehme ich einen Draht und gehe mit dem Draht durch die Tasche durch. So. Und biege mit dem Draht im Grunde genommen eine Aufhängung. Cooler Trick, oder? Ich war völlig begeistert und habe gesagt, das muss ich euch unbedingt im Video zeigen, weil da lässt sich natürlich dieses Batterienkästchen in ganz vielen Arbeiten super elegant verstecken. Und ich muss sagen, das hat mir schon oft nicht gefallen, dieses Kästchen. Das muss weg. Das ist gar keine Frage. Und ja, je nachdem, wenn man es ein bisschen dezenter haben will, dann kann man natürlich auch eine andere Farbe wählen für den Filz. Aber ich fand es jetzt für Weihnachten und zu den roten Kugeln, fand ich das perfekt in dem Rot. So, die Lichterkette, die muss jetzt nur noch ein bisschen runter in dem Glas, weil ich möchte natürlich auch schön abdecken, dass das überall hier ein bisschen Licht ist. So, ein bisschen verschlungen. Ja, und das war eigentlich schon der ganze Trick, wie man aus diesem Glas eine wunderschöne Deko macht. Einmal in Goldcreme, einmal in Rot. Ich hoffe, dass dieser Trick dir gefallen hat. Trick ist ja wirklich, weil Trick ist die Geschichte mit diesem Säckchen, mit diesem Süßen. Und auch die ganze Dekogestaltung mit der Lichterkette. Und freue mich auf ganz viele Likes, Kommentare und gerne auch Anregungen, was man sonst noch damit machen kann. Ich nehme es auch gern für weitere Videoideen auf und sage danke fürs Zuschauen und wünsche noch eine schöne Vorweihnachtszeit. Tschüss, bis bald.